Karl Friedrich Gauß, Mathematiker und Astronom. 1808 bis 1816, kurze Geismarstraße 15, ehemals 11. Gauß wurde am 30.04.1777 in Braunschweig geboren und verstarb am 23.02.1855 in Göttingen. Am 15.10.1795 immatrikulierte sich Gauß an der Georg-August-Universität im Fach Mathematik, wo er Vorlesungen bei Gotthelf Kästner, aber auch bei dem klassischen Philologen Christian Gottlob Heine hörte. 1798 kehrte Gauß nach Braunschweig zurück. 1799 wurde er an der Universität Helmstedt promoviert. 1807 wurde Gauß mit nur 30 Jahren ordentlicher Professor der Mathematik in Göttingen, wo er 47 Jahre wirkte. Gauß galt schon zu Lebzeiten als genialer Mathematiker. Als ihr erster Direktor baute Gauß die neue Sternwarte auf, die aber erst 1816 fertig wurde, weil er während der napoleonischen Besatzungszeit viele Jahre mit finanziellen Hindernissen und dem Mangel an Arbeitskräften zu kämpfen hatte. In der Astronomie berechnete er mit neuen Methoden Planetenbahnen, zum Beispiel die der Ceres. Daran erinnert das Dach des kegelförmigen Gebäudes auf dem Bahnhofsvorplatz. In den Jahren 1828 bis 1844 führte Gauß die Landvermessung im Königreich Hannover mit Hilfe geodätischer Methoden und des von ihm entwickelten Heliotropen durch. Ab 1831 galt sein Interesse dem Erdmagnetismus. Seine Arbeiten darüber, zusammen mit Wilhelm Weber, führten zur ersten aufsehenerregenden Anlage des berühmten elektromagnetischen Telegraphen. Dabei handelte es sich um einen Kupferdraht, der über die Türme der Johanneskirche, die Ratsapotheke und des Akkuschierhauses gespannt, die neue Sternwarte mit der Arbeitsstätte Webers im alten physikalischen Kabinett verband. Heute steht dort das historische Gebäude der Universitätsbibliothek. Bei seinen Experimenten entdeckte Gauß die sogenannte Gaußsche Normalverteilungskurve, die bei der Wiederholung von Versuchen geringfügige Abweichungen beschreibt. Ebenso bekannt sind die Gaußsche Abbildung, die Gaußsche Gleichung und die Gaußschen Koordinaten auf gekrümmten Flächen, zum Beispiel auf Kugeln. Auch schuf er Grundlagen der Versicherungsmathematik, als er die Göttinger Professoren-, Witwen- und Waisenkassen übernahm. Ein Teil seiner mathematischen Überlegungen wurden erst durch seinen Nachfolger Lejeune Dirichlet einer interessierten Öffentlichkeit bekannt. Noch im Alter von 74 Jahren promovierte Gauß 1851 seinen Schüler Bernhard Riemann und unterstützte 1854 dessen Habilitation. Riemann sollte nach Dirichlet der Nachfolger auf seinem Lehrstuhl werden. Am 16.07.1849 wurde ihm das Ehrenbürgerrecht der Stadt Göttingen aus Anlass des goldenen Doktorjubiläums verliehen. Gauß wohnte als Student im Wintersemester 1795-96 bei dem Schneider Johannes Blume, Gottmarstraße 11. Vom Sommersemester 1796 bis September 1798 bei der Witwe des Lizenzgegenschreibers Rudolf Vollbaum, kurze Geismarstraße 30. Nach seiner Berufung nach Göttingen wohnte Gauß nahe der alten Sternwarte bei den Erben des Maurers Heinrich Meyer, kurze Straße 15. Die alte Sternwarte befand sich auf einem alten Stadtturm zwischen der Kurzen Straße und der Nikolaistraße. Von 1816 bis zu seinem Tode wohnte Gauß in der neuen Sternwarte, Geismarer Landstraße 11. In seinem Sterbezimmer im westlichen Flügel der Sternwarte befindet sich eine kupferne Gedenktafel, die König Georg V. von Hannover 1856 anbringen ließ. Karl Friedrich Gauß ist auf dem Albani-Friedhof begraben. Das Gauß-Weber-Denkmal, von Professor Dr. F. Harzer entworfen und von dem Erzbildgießer Gladenbeck gegossen, wurde am 17.06.1899 von Professor Dr. Voigt am Wall zwischen Kurze Geismarstraße und Nikolaistraße enthüllt. Die Gedenktafel am Haus Gottmarstraße 11 wurde auf Beschluss des Magistrats 1905 erneuert und beim Umbau des Hauses abgenommen.